Leute, heute Diode parallel zum Widerstand. So sieht es schaltungstechnisch aus. Und wie zeichne ich jetzt hier meine Kennlinie? Wie funktioniert das? Also, hierzu gehe ich wieder her in mein Dings rein, in mein Diagramm. Auf der X-Achse die Spannung, auf der Y-Achse den Strom. Dann schaue ich mir hier nur diese Diode an. Die Diodenkennlinie, wie sieht die aus? Das ist mal eine echte. Geht hier so, dann steigt sie irgendwie so rauf. So, da haben wir diese Kennlinie der Diode. Das ist hier von der Diode gewesen. Und jetzt brauchen wir hier diese des Widerstands. Die müssen wir jetzt als nächstes einzeichnen. Widerstand wisst ihr ja, was weiß ich, wenn ihr hier 50 Ohm habt. Nur so als Zahlenbeispiel, das wäre 50 Volt durch 1 Ampere. Dann geht ihr hier rüber, 50 Volt, 1 Ampere rauf und habt dann hier irgendwo einen Punkt. Und da ein Punkt, also wie schon gesagt, von der Skalierung her, ihr könnt natürlich auch sagen, okay, das sind hier 5 Volt durch 0,1 Ampere, könnt ihr natürlich runterbrechen. Also so gehe ich immer vor. Ihr habt, wie schon gesagt, hier so ein Punkt, und dann geht ihr hier so durch und zack, habt ihr hier euren Widerstand. Hier euer R. So, und jetzt wird es spannend. Jetzt haben wir ja die Parallelschaltung. Und Parallelschaltung bedeutet, die beiden werden hier vektoriell addiert. Das bedeutet hier dieses, hier hat die Diode 0 Strom und hier hat die der Widerstand ein bisschen Strom. Und jetzt muss man hier sozusagen 0 plus das da ist ja wieder das da, weil sich ja nichts ändert. Aber hier wird schon unterschiedlich. Hier habe ich hier ganz minimal etwas und hier muss ich sozusagen zu der Widerstandskennlinie ein bisschen was dazu zählen. Hier bin ich schon, also dieses Stück hier schon ein bisschen mehr. Das muss ich jetzt hier an dieser Stelle hier oben dazu zählen. Dann hier, da, dieser Stelle hier, muss ich jetzt dieses Stück da hier oben drauf bauen. Also bin ich da irgendwo hier so in dieser Höhe. Dann hier, der kann eh schon nicht mehr zählen, das da, das Stück, das baue ich jetzt hier. Das ist ja das Ganze da. Das da baue ich jetzt hier, also diesen Widerstandswert baue ich jetzt hier an die Diode dran. Komme dann hier auf sowas. Und jetzt gehe ich hier mit Rot durch. Sieht dann so aus. Also hier Diode parallel hier zum Widerstand. Der. So sieht das Ganze dann aus. Also so funktioniert das zeichnerisch. Wie gesagt, bei euch sieht es natürlich besser aus vom Verschieben hier. Wie gesagt, wir haben ja hier eine Parallelschaltung. Das ist noch ein bisschen so schaltungstechnischer Hintergrund. Da ist ja hier die Spannung gleich, aber wir haben ja hier einen höheren Strom, durch das, dass hier durch die Dioden Strom fließt und durch den Widerstand Strom fließt. Und diese Ströme werden hier addiert. Und somit wird grafisch hier auch hier die Ströme, wenn ich jetzt hier diesen Stromwert habe und bei der Diode diesen Stromwert, dann packe ich mir hier diese beiden Stromwerte, addiere sie und komme dann hier auf diesen Stromwert, was dann hier letztendlich diesen Wert ergibt. Also so funktioniert die ganze Geschichte bei einer Parallelschaltung. Hoffe, das Video hat euch gefallen, hat euch weitergeholfen. Falls ja, würde ich mich hier über einen Daumen hoch freuen, würde ich mich sehr freuen. Abonniert meinen Channel und ja, wünsche euch noch einen schönen Tag, euer Elektrotechnik in 5 Minuten.